So werden wir es vielleicht nicht so ganz machen. Wir haben dann im E-System hoffentlich. Die Maschine ist ein bisschen was rausgekommen. Aber wir haben schon zwei, oh, ein bisschen was, ne? Und dann sieht man ja auch schon, wir haben schon hier gut 33, 6 Eisen und alles. Also das, wenn wir das so bauen, natürlich ein bisschen komprimierter, dann wird das schon ziemlich cool, weil wir keine Probleme mehr haben. Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu. Oh, das ist ein Bombe. Oh, das ist zu Galactic Science Plus mit dem Tim. Moin. Und vielleicht wird Yannick demnächst noch mit dazu stoßen. Und wir sind hier richtig hart. Oh, wir haben noch Iron Dust. Wieso sagt denn keiner was? Rein damit. Wir sind hier richtig fett am Arbeiten. Und wollen dann so langsam vorankommen. Die unendliche Energieversorgung haben wir ja schon jetzt endlich. Kiste dürfte wahrscheinlich auch inzwischen schon fast voll sein. Ist die auch unendlich stark eigentlich? Also kann ich mir da einfach was abzapfen? Klar, kannst du. Wir haben ja hier ordentlich Wasserstoff, haben wir hier ohne Ende drin. Also das ist nicht die Sache. Ja, das stimmt. Also da oben aus O, was wir aus O dann am Ende machen können, weiß ich noch gar nicht. Also O brauchen wir nach am Ende schon für so eine Sache, womit wir dann Dings machen können, womit wir dann Gravel und alles machen können. Das dauert auch noch ein bisschen. Wir können mal gucken weiter im Questbuch. That is love. Was kann man denn daraus machen? Okay. Vielleicht hätten wir das alles gar nicht machen müssen. Vielleicht hätten wir vorher uns mal die Quests angucken sollen. Was? Solarmodul 1. Die Solarmodule sind eigentlich gar nicht so schwer, aber das, bis wir da anfangen, sollten wir noch ein bisschen warten. Was ich jetzt erstmal mache. Ist wir uns jetzt hier noch kurz ein bisschen weiter. Zwar ein. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter in den Untergrund. Den baue ich jetzt. Das wäre auch richtig nice. Den brauchen wir nämlich auch irgendwann. Mach ich jetzt erstmal. Mit dem Kompressor warte ich erstmal noch. Das ist echt noch zu viel. So, dann könnten wir nämlich auch so langsam mit uns vielleicht so in Space-Nähe begeben und könnten dann irgendwann dann die Sachen vom Mars holen, die wir dann für spätere Sachen auch brauchen. Will mich jetzt erstmal ein bisschen runter. Und wird dann unsere Fabrikstraße und alles dann seinen Platz finden. Ich kann es eigentlich mal ganz kurz einmal zeigen. Ganz kurz einmal ruhig, bin gleich wieder da. Ist ja gar nichts. Und zwar einmal kurz hier drüben. Welt wird geladen. So, hier sieht man das schon. Das ist jetzt ein bisschen verzweigt. Das alles klar. So, warte, jetzt haben wir erstmal ganz kurz. So, jetzt so circa sieht das, wird das dann hoffentlich bei uns auch aussehen, nur ein bisschen geordneter. Wir haben ja einmal hier Cobblestone produziert ohne Ende. Hier, wie man sieht, die Dinger sind auch nicht voll, da sind. Wie Stacks sind da drin? 21.000 oder so? Ich glaube, da sind 21.000 Stacks drin. Und die werden hier im Packager werden die zu Doppelkompressen gemacht und die werden dann hier zu Vierfachkompressen gemacht. Und die werden dann hier hinten weitergeleitet an diese Barrel hier. Wo inzwischen auch schon ein paar Stacks drin sind. Die werden dann hier in diesen Zersetzern dann zersetzt und da kommt dann ordentlich was auch hier. Kommt dann ordentlich was an Silizium und an Sauerstoff raus. Und dieses Silizium und Sauerstoff können wir zusammen zu Siliziumoxid. Siliziumdioxid machen. Und daraus, also den Dioxid, können wir dann Gravel machen. Und das wird dann hier weitergemacht. Hier kommt dann die ganzen Bruchsteine raus. Die werden dann hier gehämmert. Kommt hier Sand raus. Aus dem Sand wird wieder gehämmert. Und daraus wird dann das hier gemacht. Das kommt dann hier rüber. Wo wollen wir einiges jetzt haben? Das wird dann hier gebraten. Und geht dann hier hinten hin. So werden wir es vielleicht nicht so ganz machen. Wir haben dann im E-System hoffentlich. Die Maschine ist ein bisschen was rausgekommen. Oh, wir haben schon zwei. Oh, ein bisschen was, ne? Und dann sieht man ja auch schon, wir haben schon hier gut 33, 6 Eisen und alles. Also das, wenn wir das so bauen. Natürlich ein bisschen komprimierter, dann wird das schon ziemlich cool und dann werden wir keine Probleme mehr haben. Ja, das war's auch schon hiermit. So wird, soll das hoffentlich dann aussehen, auch bei uns dann. Wie schon gesagt, nicht unbedingt in den Ausmaßen, aber man sollte dem schon recht nahe kommen. Dann wird vielleicht kein Trinken. Und das soll dann halt hier unten hinkommen. Hoffentlich. Tim hat es noch nicht gesehen, außer aus einem Foto, aber dann wird er das auch nochmal das gesamte Ausmaß dann in der Folge sehen. Das wird ziemlich awesome werden.
So. Ja, das ist schon wieder die Spitzhacke drin. Hier sollten wir zwischen mal auf Stein, auf Eisenspitzhacken mal upgraden. Bin ich ganz so sicher. Zack. Sagt das Ding, das ist inzwischen auch schon fast voll. Eisen. Schon wieder ein Diamant und Eis. Oh, was geht denn gerade ab, Alter? Können wir schon fast eine Diamantspitzhacke machen? Können wir schon. Ja, können wir schon, aber ich bin nicht so sicher, ob wir das machen sollten. Achso, ja. So, wir haben wieder Eisen voll und Kupfer. Kümmerst du dich darum oder wolltest du. Mit dem Hängglider. Nee, ich baue jetzt diesen coolen. Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Weil ich müsste jetzt. Also ich brauche extrem viel Aluminium. Hast du viel Aluminium? Warum ist das? Aluminium habe ich nie, nee. Ein Kabel. Braucht man irgendwie was mit da? Sonst kann ich nicht diesen Circuit Fabricator bauen. Dafür braucht man nämlich mega viel. Ich glaube, wir bleiben aber erstmal dabei. Ich weiß nicht, ob wir das mit den Links verbinden können. Ich probiere das jetzt mal aus. Kannst, bevor du es vergisst, jetzt auch noch zwei neue Sauerstofftanks nehmen. Okay, ja, ich bin noch nicht ganz leer. Hast du Aluminium ganz zufällig? Ja. Pack das mal bitte rein. Ah ja, ah, nur zwei Stück, okay. Brauchen wir noch einen mehr. Ich hab noch mehr. Ich hab drei. Ah. Jetzt noch. Sehr gut. Und ein Ohr. Kannst du mir nochmal den Hammer geben? Ich bräuchte den nicht. Danke dir. So, ich will jetzt mal kurz gucken, ob ich das mit dem. Das verbindet sich, dass ich das verbinde, ist klar. Aber verbindet sich das auch mit. Das sieht schon mal gut aus. Ich kann Axt mehr hier. Geht aber auch. Oh, das verbindet sich nicht. Sieht aber nicht, wie viel das transferiert. Heißt, wir müssen das Ding dann hier hin tun. Okay. Schade, dass sich das nicht verbindet. Haben wir jetzt Kabel erstmal gemacht. Wo ist eigentlich Kabel? Also wo ist das Kabel von dem Strom? Das läuft da unterlang. Unter den Gräten. Ach so. Davon haben wir zum Glück auch ein paar mehr, weil wir vorhin am Anfang einen Bug hatten. So. Ja, das wird das okay, nicht. Gut. Ach, das macht dann wieder so normal. Okay, ist okay. Ich dachte gerade schon, ich habe gerade schon Orgasmus bekommen. So, haben wir davon noch was hier in der Truhe? Hast du noch irgendwie das bei dem Inventar? Ja, drei. Oder Sand, oder? Oh, hab ich. Ja. Pack mal alles in die linke Truhe, in die linke Kupfertruhe, bitte. Möchte man sich das alles dann da. Nur ordentlich was, aber überall nur drei. Hallo? Hallo, der Nick ist wieder da. Entschuldigung. Alles gut. Ach, jetzt kann ich alles wieder rein. Ach, sorry. Das waren jetzt noch. Da waren von allen halt drei. Habt ihr noch Blätter über? Ja, ich habe schon welche abgebaut und kompostiert. Ich habe schon ziemlich viel Erde. 9 habe ich. Junge, hier sind 2,5 Stacks drin. Oh, Blätter. Oh. Nein. Achso, Holz. Ja. Ja, da haben wir auch irgendwas reingetan. Wir haben jetzt unten, komm mal kurz runter. Komm kurz mit. Das willst du das Holz haben? Erde? Die Erde? Ja, ja. Bitte. Bitte. Oh, ich glaube, die hat Yoshi jetzt. Nee, die liegt da hinten. Die liegt da hinten. Öfen. Da liegt sie. Komm mal mit. Oh ja, nee, was ich kann. Warte. Ja. Wir haben jetzt hier inzwischen. Unendliche Stromversorgung. Oh, die laufen auch inzwischen nice. Voll. Oh. Die laufen jetzt auch inzwischen voll. Geil. Natürlich. Alter, was ist das denn? Was denn? Achso, ja, da haben wir ordentlich was drin. Hydrogen, Oxygen. Ja, das ist halt hier rechts. Komm mal hier. Hier. Hier ist halt Produktion. Ey, lass es doch.
schön. Ja, schön. Ach, wo bist du? Noch ein weiter. Ja. Ach, hier. Haben wir produziert. Was ist das? Der... Wie habt ihr gemacht? Ja, wir haben eine Folge halt, ne? Ja, machen wir nicht so viel. Ich wollte hier das geordnet machen, ja? Ja, das kannst du ja machen. lass uns doch hier mit einer Truhe machen. Dann können wir da drüber noch ein Schild, wie du das gemacht hast. So, oh, wie Tim das gemacht hat, keine Ahnung. Ich war das. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. So, jetzt erstmal. Ich wollte mir die ganze Zeit schon eine neue Spitzhacke machen, das habe ich auch nicht geschafft. Oh, jetzt inzwischen läuft. Ey, das ist richtig geil, Mann. Ich Orgasmus dabei, ey. Ah, die Truhe gibt so langsam den Geist auf, da passt gleich nichts mehr rein. Ja, deswegen haben wir da unten alles. Ja, aber das kann man nicht verbinden. Das ist schwer zu verbinden. Was würde... Was? Kosten? Ja, die... Mir jetzt übrigens hier gerade am Kies durchmachen, ne? Wir hatten ja noch Kies, wie gesagt. Ups. Ich hab dir mein Questbook gegeben, aus Versehen. Kannst du das gerade wieder gehen? Ja, dann, die anderen Questbooks sind auch inzwischen despawn. Okay, gut. So, und dann mache ich jetzt inzwischen mal eine Spitzhacke. Weißt du, ich mache jetzt einfach mal hier mir eine Eisenspitzhacke. Ich bin jetzt mal so frei. Bin jetzt so radikal und mache jetzt hier mehr Radial, Junge. Radial! Bin jetzt radikal und machen jetzt hier eine Eisenspitzhacke, Alter. Eisenspitzhacke? Ja, wir haben inzwischen recht viel Eisen. Läuft inzwischen. Durch dass wir jetzt eine endliche Stromversorgung haben, müssen wir halt eben nur Dings nachwerfen, ne? Wir müssen nur, Steine nachwerfen, genau. Wenn wir in der Bau noch alles automatisieren. Aber ja, da können wir doch. Das kann ich auch gleich mal versuchen. Irgendwie ein Feld mit einem Trichter oder so. Das Problem ist, wir haben da drüber die Truhe. Wir müssen dann gucken, wie wir das dann verbinden alles. Weil nämlich die Truhe muss als letztes kommen, damit erst die Dings befüllt werden. Die. Soll ich diese Dingensplantage hier noch weiter, noch größer bauen oder? Also ich bin ja sowieso gerade am Abgang bauen, also wir werden das alles dann irgendwie runter verlegen noch. Das mit der Holzplantage auch? Ja, wird alles nach unten kommen, habe ich mir gedacht. Aber denn, du weißt, das sind die Upgrades weg, die da drin sind. Nee, die droppen einfach. Achso. Die droppen. Ja, wir haben jetzt 3 Stacks Holz. Das ist nice. Das ist richtig gut, ey. Holzkohle brauchen wir auch nicht mehr, ne? Also die kannst du dann komplett für deine Holzfarm da benutzen. Oh, nice. So, hier sind wir auf 52, machen wir mal mit 45 runter. Machen wir mal 45 runter. Kommt hier nur runter. Oh, meine letzte. Deswegen, ich wollte nicht jetzt immer. So. Da kriegt jemand Damage. Hä? Bist du dumm? Bei einem Blatt. Verschwendung. Verschwendung. Ja, kannst mal sehen, also wir sind inzwischen so umweltbewusst geworden, dass wir tatsächlich kein einziges Blatt mehr ohne irgendwas damit zu machen benutzen, beziehungsweise abbauen. Jetzt brauche ich wieder mehr Stone Upgrades. Du kannst vielleicht auch mal so eine Farm machen, dann kannst du das ja auch mit einer Farm machen. Muss das Ding halt eben auch in die Mitte dann platzieren alles, ne? Ah ja, ich brauche ziemlich viel Holz. Lol. Ich verschwende jetzt mal 2 Stacks Holz, okay? Wofür? Nee. Für mehr Stone Upgrades. Okay. Also verschwenden ja nicht richtig, aber benutzen. Ja. Oh, schade. Es wäre voll cool gewesen, dass wenn man... Tim, kannst du mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell schon wieder nachfüllen müssen bei den... 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ja. Ja, müssen wir beide nachfüllen. Dann hol mal was rein. Hol mal ein bisschen Gestein rein. Dürfen wir oben ohne Ende haben. Haben wir fertigen Stein? Ziemlich viel? Nee, musst du machen. Aber wie schon gesagt, du kannst alles benutzen jetzt. Ganze Kohle. Was auch immer wieder. Ich hab irgendwie, hier war Kappa-Ingot drin. Achso, ja, kannst du mir ihn geben? Hier. Okay. Weißt du, bin ich ein zu hoch noch? Ja, war doch schon richtig. Zack, zack. Wir können ein paar mehr Fackeln machen. So. Zack, da oben Fackeln.
Wir brauchen Treppen, Alter. Wir können hier hochfliegen fast. Soll ich mal neben die Siebe. Soll ich daneben mal eine Kiste mit. Stein, meinst du? Ja. Das wäre ganz cool, ja. Wir sind zwischen hier voll. Das kann Wasserstoff mal rein. Wir müssen mal die Truhen hier irgendwie erweitern. Hier ist wahrscheinlich Wasserstoff hier drin, ne? Ja. Ja, umso besser. Perfekt, jetzt immer nachgefüllt hier. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen umbauen. Aber. Okay, brauchen wir diesen Ingot-Kompressor brauchen wir inzwischen mal. Zinn brauchen wir dafür aber auch. Wie stellen wir den Zinn her? Haben wir noch Bohnenmehl? Ich glaube nicht. Was kriegen wir das denn? Bronze? Dann nehmen wir die Dinger. Oh, davon haben wir ja so mega viele. Zimblock. Zimblock. Kannst du die ganzen Sachen einfach. Das sind Bronze-Sachen, okay. Okay, also das können wir dann doch auch mit diesem Zersetzer dann machen. Dafür müssen wir dann aber erstmal neu machen. Steine zum Schreddern. Oh, da habe ich noch gar keine Ahnung. Ja, sehr gut. Achso, ich habe die andere Kiste mal. Wir haben schon wieder einen Diamant. Alter, inzwischen Diamanten ohne Ende, Alter. Schon fast ein Auto-Hammer jetzt hier machen. Dann können wir doch da oben draußen ein Diamant-Ding machen. Ja, brauchen wir erst Eisen dafür. Ach ja, stimmt. Mann, vergesse ich immer. Eisen können wir auch schon wieder machen. Ich bin mal ganz kurz. Ja, alles klar. Bin auch schon fast wieder durch mit der Folge. Alles mit hier. Zip, zip, zip. Ja, dann kann ich ihn hier lassen. Zack. Ab. Ich war schon. Ein. Zwei. Aluminium, komm, Aluminium. Du wirst mir bestimmt einmal mehr geben. Geil. So. Alter, was wäre ich jetzt schon alles rausbekommen, ey. Echt geil, Mann. Da krieg ich echt wieder einen harten, ey. Bring ich die erstmal hier rein. So. Zinnbüchsen, da noch Zinnbüchsen. Jetzt kurz gucken hier. Alter, wie viel Holz wir inzwischen haben. Dafür hast du extra die Truhe hier hingestellt. Jo. Echt Respekt, was das Ding jetzt inzwischen. Also wir haben in den letzten vier Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, haben wir so viel erreicht, das gibt's gar nicht. Also ich könnte jetzt doch noch eine, je nach. Wir sind gerade am Aufnehmen nebenbei noch. Das weiß ich. Die Frage ist, wollen wir noch eine ohne Paul machen? Ist ja jetzt für Paul auch blöd, ne? Das ist doch nervig. Nur. Ja, Paul hat Pech gehabt, ne? Also. Also. So, jetzt mal gucken. Okay. Ich vertraue dir jetzt mal wirklich, dass die wirklich diese Stone-Upgrades droppen, ja? Ja. Hast du jetzt Eisen genug oder was? Hier ist irgendwas in die Luft gesprengt. Alter, also, viele darf ich schon frei haben, ey. Nice. Oh Leute, ich bin gerade hochgeschwunden. Ach nee, hier ist gerade ein Meteor gelandet. Ach, hier ist wieder zick. Ah, ich brenne ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deswegen sind inzwischen voll. Ja, ich kann irgendwie nicht zählen. Also, mach's nicht zu groß, ne, weil irgendwann müssen jetzt hier auch mal aufpassen. Ich mach erstmal ein paar neue. Ich wollte jetzt noch diese paar Dinger hier fertig machen, denn. Auch denk nicht mehr dran, weiter. Du musst noch wieder Holzkohle und alles machen, ne? Ja. Mach ich gleich. So, nicht mehr runter. Also momentan ist ein bisschen Erzefarm angesagt. Wir brauchen jetzt erstmal die ganzen Erze, um dann hier auch
Kann man kurz nach den Quests gucken. One quest with unclaimed reward haben wir, okay. Ah, hier unten. Finding the Moon. 5 Questbooks? Alles klar. Was? 5 Questbooks? Ja, alles gut. Zwei Enderperlen. Wie machen wir den Enderperlen? Ja, okay. Heißt, das brauchen wir erstmal nicht, aber Stargate hier auch. Alter Schwede. Also, wir haben noch einiges vor uns. Ich kann mal kurz Sauerstoff nachholen. Ich habe jetzt noch Dirt über. Das ist doch gut, dann lass den mal direkt oben und dann. Ja, warte, ich habe noch ganz viele Zeppelins, die ich hier reintun kann. So. Dann würde ich aber sagen, Tim ist gerade nicht da, dann verabschieden wir uns halt ohne ihn. Aber sonst wird die Folge zu lang. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach unten. Schreibt wie immer in die Kommentare, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo lassen. Abo da lassen, wir würden uns freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, da rein. Tschüss.